Herzlich willkommen auf dem Ralf Mahr Magazin. Heute Abend steht das erste Halbfinalspiel Spanien gegen Frankreich an bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und ich habe lange nachgedacht, wer das Spiel heute Abend gewinnen wird. Bin zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Dieser Tipp ist sehr, sehr schwer. Wie bei jedem Spiel. Spanien hat gegen Deutschland sehr, sehr viel investieren müssen, damit sie weiterkommen. Und viele Spieler von der spanischen Nationalmannschaft sind auch verwarnt worden von einem ganz schwachen Schiedsrichter. Und daran werden auch einige zu knabbern haben. Frankreich hat sich irgendwie durch das Turnier gewurstelt, wenn man das so ausdrücken kann, mit einem nicht 100% fitten Mbappé. Trotzdem sind sie im Halbfinale und nur das zählt. Und im Moment wird natürlich Jamal mit Mbappé schon verglichen. Völliger Blödsinn. Jamal ist 16 Jahre alt. Der muss sich erstmal entwickeln. Er muss erstmal die ganze Leistung, die er bisher im Jugendbereich und als Jugendlicher gebracht hat, bei den Erwachsenen, sage ich mal, bestätigen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man so früh so hoch gelobt wird. Vor allen Dingen in jungen Jahren schon so viel Geld verdienen kann und auch in Aussicht gestellt wird. Das kann sehr, sehr nachteilig sein. Neymar ist so ein Beispiel, wo er viele Jahre Theater gespielt hat auf dem Platz. Ein kleiner Rempler und schon lag er da und heulte. Und bis man das in Brasilien auch nicht mehr ertragen konnte und auch brasilianische ehemalige Superstars sich eingeschaltet haben, gesagt haben, Junge, spiel einfach Fußball. Zeig dein Talent und jetzt ist Feierabend mit diesem ganzen Theater. Das kann Jamal auch passieren. Ich wünsche es ihm nicht. Hoffentlich hat er ein gutes Umfeld, das ihn immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Er muss über viele Jahre jetzt sein Talent bestätigen oder er versinkt ganz schnell in der Versenkung. Mein Tipp für das Halbfinale heute Abend, voller Spannung. Spanien gegen Frankreich, 0:1. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.